Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4 mit mir, eurem Lachsack. Und dem starken Strong, der die Welt der Menschenliebe kosten möchte. Na gut, ich will nicht seine kosten. Nee, ich bin nur nach Jamaica Plain gegangen, wo ich ihn hingeschickt hatte. Da habe ich jetzt die Power-Rüstung auch gelassen. Nicht, dass ihr euch wundert. Man kann hier zu dem Ort reisen. Ich habe auch nur 6 Rad gekriegt, glaube ich. Voller Tür. Ja, wir sind ja auch ein kleines bisschen. Eine Hürde, ne? So, und dann will ich mal sehen, ob der irgendeinen Dialog mit dem Doktor da führen wird, tut, wie auch immer. Wenn nicht, dann das Protektor, da ist ein großer Shrek und der hat noch die Mini-Atombombe, jawohl, die Minigun, ich ihm gegeben habe, also der dürfte Rambazamba machen ohne Ende. Jetzt komm mit. Dann würde ich gerne etwas mit Dogmeat und Walt 111 probieren. Einer besonderen Waffe. Komm. Da ist dieser Virgil. Ich hoffe, es verbringt was. Ich schütze und diene. Hey. Halt. Ganz Die hat eine Brille. langsam. Keine plötzlichen Bewegungen. Du bist vom Institut. Also, wo ist Kellogg? Na, Lock ist tot. will sich wohl an mich ranschleichen, während du mich ablenkst? Keine Chance. Ich bin Chill. nicht dumm. Mir war klar, dass sie ihn schicken würden. Virgil, um zu reden. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Entspann dich. Kellogg ist tot. Ist tot? Lüg mich nicht an. Ja, zu glauben, die Wahrheit lüge nicht. Keine Zeit dafür. Ist das so schwer zu glauben? Natürlich ist es das. Kellogg war gnadenlos. Das Boah. Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs Guckt erledigen der Strong an oder lassen. warum guckt er so Ich hoch? wusste, dass sie ihn schicken würden. Wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das packe. Also hast du. Du hast ihn getötet, was? Ja. Was willst du nun von mir? Wir reden. Warum gehen? Hä? Wir versuchen es einfach mal. Dafür kriegen wir XP. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Oh. Flucht? Aber wie? Nein, das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Institut braucht Informationen. Entspann dich. Nochmal entspann dich, ist blöd. Auf zu jammern, auch blöd. Institut braucht Informationen. Ich brauche Informationen. Brauche alle Informationen. Alles, was mir helfen kann, in das Institut zu kommen. Entschuldige, wie bitte? Du willst ins Institut? Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Na. Selbst wenn du es schaffst, Muss eine würdest du so gut wie Möglichkeit sicher geben. auf der Stelle draufgehen. Aus welchem Grund solltest du bitte ein solches Risiko Da eingehen? will mein Sohn. Oh, ich will die XP. Das spielt keine Rolle. Gut. Weißt du was? Es ist mir auch egal. Wenn du sterben willst, dann ist das deine Sache. Aber ich sage dir, genau das wird passieren. Ich kann Abwarten. dir helfen, aber du musst mir ebenfalls einen Gefallen Ich tun. lasse den Strong hier, der will sowieso nur Liebe. Ich überleg's mir. Ich brauche eine Zusage von dir. Komm schon. Na gut. Was willst du von mir? Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das meinen Zustand heilen sollte. Ich Aha. konnte es nicht mitnehmen. Es ist noch in meinem Labor und schau mich an. Ich brauche es. Wenn du es ins Institut schaffst, musst du es für mich suchen. Was Okay. meinst du? Okay. Du hilfst mir, ich helfe dir. In Ordnung. In Ordnung. Dann lass uns über die Details reden. Was wird Fangen Strong? wir von vorne an. Weißt du, wie Synths das Institut betreten und verlassen? Nein, ja doch, durch den Teleporter. Ja, die verwenden so einen Teleporter. Sieh an. Von dem wissen nicht viele, das ist ziemlich geheim. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Ja. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an, ist aber wahr.
Der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Ja, die müssen aber irgendwo auch wohin gekommen sein, die sind doch nicht auf dem Mond. Einzige. Glaube ich. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Ja, habe ich. Die heißt noch so. Klar, jede Menge. Erzähl keinen Mist. Mehr als einen und du würdest jetzt nicht hier stehen. Runner sind Söhne des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Sünd vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Nicht schlechter als das. Klingt nach Selbstmord. Um einen töten? Ja, weil die doch die Sachen haben, dann will reinkommen. Du, Frage unsicher. Los geht's. Dann mal los. Sag mir einfach, wohin ich gehen muss. Nun, Enthusiasmus ist immerhin ein Anfang. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Was muss ich tun? Hör zu. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Über den Institut. Also weißt du doch, wo das ist? Heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? Stelle es in den Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht draufgehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Hauptsache, das ist noch erhalten, das Serum. Was mit dir? Willst du nicht mit dem sprechen? Der sieht aus wie du. Das klaut? Ja. Ist das deine Matratze? Mensch, mögen Geruch nicht. Wie Lager von Strongs Brüdern. Ja, von Strongs Brüdern. Das würde ich zu gerne mitnehmen, weil dann haben wir einen Helm für Strong. Ach, scheiß drauf. Ich schütze und Diene. Viel Glück bei der Suche nach einem Runner-Chip. Du wirst es brauchen. Ja, ja, ich weiß. Du? Hey. Strong. Hier, essen Fleisch, bevor werden schlecht. Das ist ja jetzt immer damit zuhaut, das ist total cool. Unser Verhältnis zueinander. Wie andere was denkst Menschen? Du darüber? Schlau, aber schwach. Strong bleiben jetzt bei Mensch. Ich hoffe nicht. Hey. Was sollen kaputt hauen? Hey, Strong. Ja? Meinung wegschicken. Beziehung, ich frage mal nach der Meinung. Wie geht's so? Menschen alle aussehen komisch. Na, nochmal brauchen wir es nicht. Du solltest nach Hause gehen. Strong zu Turm zurückgehen. Sachen kaputt hauen üben. Jamaica Plain, okay. So, wir gehen raus und gehen auch nach Jamaica Plain, da holen wir uns und die, naja, und holen uns die Dingens zurück, die Power-Rüstung, die stellen wir bei uns in Sanctuary ab, dann möchte ich Stock mitnehmen, Vault 111 gehen, wartet mal. Ich muss jetzt genau hören, wann ich einen Radschaden kriege, damit ich ganz, ganz schnell tippe, den ich noch mehr kriegen und ganz, ganz schnell reisen können. Ach, Jamaica Plain, so hier. Um so wenig wie möglich von den Schaden zu kriegen und auch so wenig wie möglich, Fusionskerne aufzubrauchen. So, und wenn wir das mit Dogmeat gemacht haben, ich hoffe es geht, ich hoffe ich finde auch gleich die Stelle. Wenn wir das mit Dogmeat gemacht haben, dann geht es auch weiter mit der Hauptstory, weil ich will jetzt die Hauptstory mal vorantreiben. Und das wird dann auch, glaube ich, die Krönung des Let's Plays sein. Und falls ihr euch noch einzelne Folgen wünscht, einzelne Parts wünscht, die vielleicht irgendwie für euch noch interessant sind oder irgendwelche Fragen habt, werde ich mich darüber schlau machen und dann da weitermachen. So.
Dicke müsste ja dann hier schon irgendwo rumalbern. Wie gesagt, da werde ich nicht mehr am laufenden Band aufnehmen, wie ich hier von einem zur nächsten komme und nicht zwischendurch ja, mal ganz kurz was, irgendwelche Nebenmissionen oder sowas mache, die komplett uninteressant sind eigentlich und dann wieder mit euch einsteige und die Geschichte weiterverfolge. Nee, da werde ich mehr so einzelne Parts rausbringen, denke ich jetzt mal, wo ich vielleicht das eine oder andere ausprobieren möchte. Und ja, mal sehen, ne? Okay. Vielleicht klaue ich auch noch ganz, ganz viele von den Rüstungen und stecke Siedler rein oder so. So. Hündefütter, kommst du mal her? Wie viel haben wir eigentlich? Genau. Wir haben noch, glaube ich, irgendwas mitgenommen, oder? Gut. Wenn die zwei Sachen, Hundehalsband, okay. Packen wir das noch weg. Ich weiß jetzt nicht, hat mir Schrott mitgenommen? Ich glaube nicht. Weil dieser Fliegerhelm für den Supermut hat, hätte ich gern für Strong. Sieht auch nochmal geil aus. Weiß noch nicht. Mal gucken. So. Oh, ich hoffe, dass wir Doc mit dann wenigstens wieder hierher schicken können. Weil hier seine Hundehütte. So, Kleidung, Hundehalsband. Oder wir schicken den Gunner-Fuzzi weg. Mal schauen. Los, Junge. Wir müssen gehen. Alles. So, der Walt ist ja gleich hier oben. Da können wir auch gleich hingehen, denke ich mal. Hingehen ist, glaube ich, kürzer wie jetzt. Was hast du denn gefunden? Ja, wo denn? Wo denn, wie denn, was denn? Zeig mir aber nicht mein Zeug, das du gefunden hast. Hä? Du hast Kotzwurf gefunden? Willst du mich verarschen? Komm mit! Dieser komische Hund. Kommt der jetzt? Ich hoffe, der taucht gleich hinter uns auf. Also, Entschuldigung, aber der hat gerade wirklich nur blöd Kotzwurf angeguckt. Also ich weiß nicht, was der gefunden haben möchte, will, wie auch immer. Aber ich hoffe, wir können in den Vault überhaupt wieder runter. Weil wie gesagt, das Ding ist unten im Vault, aber ich denke, hoffe, wie auch immer schon, weil dieses Schloss, wo hinter so eine geile Waffe ist, wie gesagt, ist mit Meisterlich zugeklamüsert. Nur es gibt einen Glitch oder einen Trick mit Dogmeat, wie man da die Waffe ja rausbekommen kann. Komm her, Dogmeat. Und das würde ich einfach gerne mal versuchen. So. Frage ist nur, wie komme ich jetzt in den Vault rein? Hiermit? Wie komme ich diesen verdammten Vault? Oh, bitte sag mir, dass ich wenigstens wieder hier reinkomme. Hier vielleicht drüber? Und? Geht das? Ich habe keine Ahnung, wie, aber es geht. Wahrscheinlich doch einfach nur drauf stehen bleiben. Okay. Was? War der Strahlungsschaden gehört? Ach, keine Ahnung. Dogmeat. Steht wahrscheinlich gleich unten auf der Treppe und wartet auf uns. Ja, sicher! Sicher! Er ist einfach. Er ist schnell. Ach, geh auf. Los. Geht wir schon längst durch. Die gute Treppe, wir erinnern uns. So, jetzt muss ich noch genau gucken, wo das war. Das war in irgendeinem Raum, den wir beim Computer, glaube ich, auch noch öffnen konnten. War der hier links? Ich gucke mal. Da nicht, da nicht, da nicht. Jetzt wird es natürlich interessant, wo dieser Raum nochmal war. Ich weiß noch, wo hier überall die Red Kacker lag und sowas. Hier ist er doch schon. Das muss mit genau, das ist mit Meisterlich. Da seht ihr schon, ist irgendeine krasse Waffe hinter. Wartet mal. Hey, hier drüben. Guck mal da rein. Guck dir das an. Nein, ich schließe sicher zu. Warte da. Nein. Unterbrechen reden.
Wie geht's dir, Kumpel? Gesundheit. Tricks, egal, holen. Hey Junge, kannst du was für mich finden? Gegner, Gegenstände. Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Hat was gefunden? Geht er da hinten hin? Tu das? Bitte, 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 bitte. Tu was, ja, los. Los. Los, hol das da raus. Aufgepasst. Hinten? Wie geht's dir, Kumpel? Wegschicken, holen. Hey Junge, kannst du was für mich finden? Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Und? Das war's. Guck mal im Behälter. Wie geht's dir, Kumpel? Steht ja auch, glaube ich, noch da. Hey Junge, kannst du was für mich finden? Na, findest du hier was Brauchbares, Junge? Bitte geh da rein. Komm mal hierher. Nett. Dich hole ich mir später. Komm her! Komm schon. Wahrscheinlich muss ich den folgen, hab einfach nur das falsche vorhin noch gedrückt gehabt. Kommst du mal her? Gut, der bewegt sich wieder. Und jetzt muss ich den vielleicht nochmal in den Bereich hier versuchen. Och komm her, du doofes Mistviech. Diese scheiß NPCs, ey. Aufgepasst. Bleib stehen. Wie geht's dir, Kumpel? Hey Junge, kannst du was für mich finden? Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Toll, hast dich gedreht. Nochmal. Der soll hier in dem Bereich stehen. Hier in dem Bereich stehen bleiben. Ja, und jetzt? Wie geht's dir, Kumpel? Hallo? Hey Junge, kannst du was für mich finden? Gegenstand hat er gefunden, Behälter? Weiß ich jetzt nicht. Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Ich geh einfach mal wieder auf Gegenstand. Vielleicht läuft er jetzt hin und... findet nichts. Vielleicht speziell hier drin? Oder sie haben das rausgepatcht? Wie geht's dir, Kumpel? Hey Junge, kannst du was für mich finden? Na, findest du hier was Brauchbares, Junge? Was gefunden. Versuch das jetzt nochmal. Hey Junge! Komm her! Komm her! Wie geht's dir, Kumpel? Dreh ich bald durch, ey. Hey Junge! Kannst du was für mich finden? Witch hat noch die ganze Zeit, dass er was gefunden hat, guck aber... mal, ob du hier was findest, Junge. Geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein. Schau's dir an. Ja, hier! Schau mal nach. Hier. Gut, und jetzt? Wie geht's dir, Kumpel? Ach, das ist doch scheißegal, wie es dem geht. Der soll was holen. Hey, Junge. Kannst du was für mich finden? Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Geht der nicht da rein? Hey. Geh dorthin. Geh da rein. Dorthin. Wartet mal bitte. Oder? Nee, da nicht. Wartet mal. Wie geht's dir, Kumpel? Muss raus. Hey Junge, kannst du was für mich finden? Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Hey, wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge, kannst du was für mich finden? Na, findest du hier was Brauchbares, Junge?